Mal direkt mal weiter mit dem zweiten. Ich glaube, alle sind wieder da. So, mein Talk ist, den haben wir schon länger auf unserer quasi To-Do-Liste. Ich werde nach dem Talk nochmal kurz vorstellen, dass wir mal so eine To-Do-Liste haben an Talks, was wir so mal gerne vorstellen wollen. Dachte ich, ich cover auch dann mal kurz Unit-Testing. Ein bisschen basic-mäßig, einfach nur nichts Kompliziertes, sodass man zumindest als Laie, jemand, der sich noch nicht damit befasst hat, vielleicht dann mal so eine kleine Ahnung davon hat, was man damit genau machen kann und wozu es gut ist eigentlich. Weil man halt, wenn man wirklich seriös anfängt zu programmieren, sind, glaube ich, die ein oder anderen Unit-Tests ganz hilfreich, um stabil zu bleiben auch. Ne? Aber mein Talk ist Unit-Testing, speziell mit Ava und Jest. Warum Ava und Jest? Die beiden sind beides Testrunner, sind aktuell in der JavaScript-Community oder im Ökosystem halt ziemlich populär, oder wenn mit sogar die populärsten. Vor denen gab es da dann halt eher sowas wie Mocha und Chai und Tab und alles Mögliche. Aber es ist, man will ja mal das Neueste haben, ne? Was cool ist. Also, was die anderen halt auch benutzen. Ne? Und deswegen Ava und Jest. Aber nee, es hat auch natürlich auch Vorteile, warum. Ne? Weil man wechselt ja nicht ohne Grund. Man sagt ja aber eigentlich auch, never change the running system, aber in manchen Fällen lohnt es sich auch zu wechseln. Das geht nicht bei JavaScript. Nicht immer. Kurz zu mir. Ich bin der Tim, arbeite als Software-Engineer bei Newster auch. Mein Twitter-Handle ist Timsche unterstrich. Könnt ihr mir followen, was auch immer schreiben. Aber ja, Max hat es ja schon gesagt, ich werde bald leider Hannover verlassen, deswegen bin ich dann hier nicht mehr. Deswegen gibt es dann noch andere Leute wie der Max, die das dann gerne weiterführen möchten, vielleicht, denke ich, hoffentlich. Aber Robin ist ja auch noch da. Aber ich kann mir vorstellen, dann vielleicht einen oder anderen Gast-Talk mal hier dann zu halten, weil ich habe ja auch noch Familie, also keine Kinder, aber Eltern. Und ja, dann fangen wir einfach mal direkt mal an mit einer Frage an die Runde. Also, wer hat eigentlich schon mal von Unit-Tests gehört? Da macht einfach mal nur den Finger hoch. Und wer schreibt Unit-Tests? Da macht einfach mal nur richtig die Hand hoch. Okay. Und die, die sich gar nicht gemeldet haben, wissen nicht so richtig, was damit anzufangen. Okay. Ist nicht schlimm, deswegen seid ihr heute hier. So, was ist eigentlich Unit-Testing? Also, vielleicht an diejenigen, die mal schon mal davon gehört haben oder vielleicht noch gar nichts davon gehört haben, so eine grobe Ahnung. Also, es hat auf jeden Fall was zu tun mit Programmieren, ne? Das ist schon mal klar. Und ich denke, das steckt ja auch drin, dass wir etwas testen wollen. Ja? Und in dem Fall wollen wir Units testen, also auf Deutsch gesagt Einheiten. Wir möchten kleine Teile des Codes testen auf Stabilität, auf Input und erwarteter, wie sagt man das nochmal? Mir fällt nur das englische Wort ein. Result, also Ergebnis. Genau, ich bin zu sehr im Englischen. Schwammen, gedanklich. Genau. Also wir erwarten halt bestimmte Ergebnisse, wenn wir programmieren. Ja? Das heißt, wenn wir eine Funktion schreiben, erwarten wir, dass diese Funktion ordnungsgemäß funktioniert und halt dann uns irgendwas returnt. Wir sind jetzt einfach mal der ganz klassische Programmierer. Wie findet man eigentlich heraus, was ein Unit-Testing genau ist, statt dass es von mir kommt? Wenn nicht von mir, dann von Stack Overflow. Ne? Und da habe ich mal dann so einen ganz alten Thread mal gefunden von 2008. Und das ist ziemlich hoch gebotet mit, keine Ahnung, über 1000 Punkten. Ich lese einfach mal vor. Unit-Testing ist, roughly speaking, testing bits of your code in isolation with test code. Ganz wichtig. Also wir haben einmal unseren Quellcode und unseren Testcode. Ne? Und die beiden müssen irgendwie zusammenspielen. The immediate advantages that come to mind are first, running the test becomes automatable and repeatable. Also wir wollen, dass unsere Tests, dass wir die einmal schreiben und immer wieder automatisiert laufen und wiederholt. Ja? Das heißt, wir müssen nicht jedes Mal, wenn wir irgendwas geändert haben, nochmal selber von der Hand testen. Und second, you can test at a much more granular level than point-and-click testing via AGUI. Also das heißt,
wenn wir mal ganz klassisch von einer Webseite ausgehen, würde man vielleicht sagen, ich teste die Funktion, indem ich jetzt auf der Webseite irgendwie einen Button hinzufüge und da mal draufklicke und mir vielleicht in der Konsole angucke, was da vielleicht bei ConsoleLog rauskommt. Es skaliert nicht so richtig, wenn man vielleicht dann eine Webseite mit keine Ahnung wie viel Funktion hat. Dann wird es irgendwann unübersichtlich und keine Ahnung, wenn man bei Feature Nummer 200 ist, dann muss man nochmal 199 andere Features testen auf Funktionalität. Ne? Ich denke, jeder kann ungefähr mir so folgen, worum es ungefähr geht. Also ich möchte ja natürlich auch noch Credits geben an den Rhythmus, ne, auf Stack Overflow, danke nochmal an ihn. Und wir springen einfach mal direkt ein paar Beispiele, weil wie kann man es am besten verstehen, wenn man nicht einfach selber mal ein bisschen dran rumspielt. Und das Ganze ist dann mit den Beispielen Ava und Jazz. Ja? Also einmal Ava, das ist von dem Programmierer Sindresaurus. Und also eine Einzelperson, der hat das mal irgendwann in die Welt geschafft und das ist mittlerweile von einer Open-Source-Community getrieben. Das heißt, er steht als Autor dahinter, aber das ist jetzt Open-Source alles, also er macht ja viele Open-Source-Sachen. Und einmal Jest, und Jest kommt von Facebook. Ich weiß nicht, ob es vom gleichen Department ist, die auch React halt geschrieben haben, aber es kommt aus der Facebook-Ecke. Das heißt, sobald Facebook eh irgendwas Richtung JavaScript halt macht, ist es eh cool direkt, ne? Das heißt, die beiden stehen sich jetzt, ich würde nicht sagen unbedingt Konkurrenz, aber es sind so zwei Sachen, die man halt eben ja, als 2018er Programmierer halt vielleicht dann mal irgendwie benutzt. Mit JavaScript und allen krassen Scheiß, den es bei der Zeit gibt. Also wir sind einfach mal ja, hier in so einem leeren Projekt mit einer Package.json. Die ist jetzt einfach mal alles leer. Es gibt ein Scripts-Feld, ein Lab-Dependencies-Feld und wir fangen einfach mal an und schauen mal, wie lässt sich eigentlich Ava bzw. Jest installieren und einrichten. Ich würde jetzt einfach sagen, ziemlich einfach, aber jeder muss für sich selber entscheiden, ob das einfach ist oder nicht. Deswegen sage ich einfach mal, wir schauen einfach mal. Ich benutze selber Yarn, weiß nicht, ob jeder Yarn kennt, aber es ist im Prinzip dann sowas ähnliches, eigentlich auch ein Package Manager wie NPM, nur dass Yarn auf NPM zugreift, aber halt ein besserer Package Manager ist als NPM. Also ziemlich verwirrend. Also stellt euch einfach vor, ich würde NPM angeben, aber ich gebe eigentlich Yarn an. Wie gesagt, das gleiche. Also wir müssen auf jeden Fall noch ein bisschen tiefer gehen eigentlich, aber vielleicht kommt irgendwann noch ein dritter Package Manager. Ich kann natürlich auch NPM benutzen, aber ich benutze einfach mal weiter Yarn. Und wir fangen einfach mal an und gucken mal, wie sich Ava eigentlich installieren lässt. Ja? Also wie gesagt, ist ein Testrunner, der läuft halt in einem Terminal. Ich hoffe, jeder ist mit dem Terminal ein bisschen vertraut. Und wir können jetzt einfach mal sagen, yarn add Ava, beziehungsweise machen wir die als Dev Dependency, weil wir ja nur entwickeln wollen. Und das Ganze kommt ja nicht in Production. Und dann installiert das Ganze halt dann eben. Und das dauert dann natürlich wieder so ein bisschen, weil dahinter fast 6000 andere Dependencies stecken. Hallo JavaScript Community. So, und dann haben wir hier einmal Dependency Ava. Was müssen wir dann noch machen? Test ist normalerweise eigentlich immer standardmäßig dabei, wenn man Package.json initialisiert, ja? Also NPM Package. Das heißt, wir müssen dann hier noch unterschreiben Ava. Das war's. Wenn wir dann versuchen, yarn run Ava zu schreiben, das wäre das gleiche wie npm run Ava, nur dass der Yarn das Besondere jetzt hat, dass wir nicht mal run schreiben müssen, sondern wir können einfach mal Ava hinschreiben. Test. Steht da, also er füllt dann Ava aus bei Test und sagt dann, dass er keine Testfiles finden kann. Ja, macht Sinn, wir haben nichts anderes bisher gemacht, er ist halt nur installiert. Aber so können wir zumindest validieren, dass es funktioniert hat, ja, unsere Installation. Heißt, im Endeffekt, wir haben nur zwei Schritte gebraucht, um das Ganze zum Laufen zu bekommen. Die CLI, Ava selber macht halt viel Magic dahinter, sodass wir halt nur noch diesen einen Befehl ausführen müssen und wir müssen eigentlich nichts mehr anderes machen, als unsere Tests zu schreiben. Soll auch am Ende heißen, am Ende des Tages, dass wir ziemlich produktiv sein können, denn wer kennt es nicht, wir installieren irgendwas und müssen das erstmal so tief konfigurieren, bis es mal irgendwann läuft. Und da geht halt auch wieder Zeit bei drauf.
So, jetzt gucken wir aber noch mal, wie das Ganze für Jazz eigentlich aussieht. Da eigentlich das gleiche Spiel auch wieder, Jan App, Jazz. Ja? Dann installiert das Ganze wieder. Da ist jetzt natürlich so, dass Jazz ein bisschen größer ist als Ava, weil Jazz noch mit vielen anderen Features kommt als Ava. Da werden wir auch nochmal nachher drüber vielleicht diskutieren, was denn jetzt eigentlich besser ist. Ja? Und die wesentlichen Unterschiede. Jetzt haben wir Jazz installiert und da müssen wir auch nicht das gleiche machen, Jazz hinschreiben, ja? Wenn wir Tests ausführen wollen. Wir können natürlich auch sagen, also es ist jedem selbst überlassen, wenn man jetzt sagt, ich möchte mein Kommando Test nennen oder was auch immer, Foo. Kann jeder für sich selber entscheiden, aber Test ist in der Regel schon sehr Standard für Unit-Tests, dass man einen ja, Test ausführt. Weil Test auch standardmäßig mit dabei kommt, wenn man das Package halt eben initialisiert. Kann man wieder ja einen Test eingeben und dann wird Jest ausgeführt und dann steht hier auch No Tests Found. Das Ganze wird auch als Error erkannt, das heißt, wenn wir dann zum Beispiel das Ganze auf einer CI laufen lassen irgendwo, automatisiert, also ganz automatisiert, dann kriegen wir auch einen Error Code 1, nicht 0, sondern wissen, dass es halt ein Error ist. Das wird uns später auch mal weiterhelfen, aber das schon mal so zum wesentlichen Setup. Ich würde für mich persönlich jetzt sagen, ist eigentlich einfach, oder? Es gibt Schwieriges in der JavaScript ja, Ecosystem eigentlich. So, wir wollen jetzt nicht viel Zeit damit verbraten, irgendwie so viele Testcases zu schreiben. Deswegen habe ich schon mal ein bisschen was vorbereitet. Und zwar habe ich hier zwei Fenster. Einmal für Ava links, einmal für Jest rechts. Das Ganze ist ein Repository namens Talk Unit Testing Ava Jest. Das werde ich auch später nochmal veröffentlichen. Dann können diejenigen, die damit rumspielen wollen, das auch gerne auschecken. Und da muss man eigentlich noch das Ganze installieren und kann dann selber einfach ein bisschen rumspielen damit. Aber den kommt dann auch nochmal später. So, das, wie gesagt, das Ganze passiert halt im Terminal. Und wir schauen uns das Ganze auch nochmal im Editor an. Ich hoffe, das wird alles groß genug sein. Ava und Jest sind in dem Examples-Folder auf Root-Ebene. Da kann man einmal reingehen und dann kann man sehen, wir haben einmal den Ordner Ava und einmal den Ordner Jest und noch fünf andere JavaScript-Dateien, die jetzt zum Beispiel einmal add heißen, greater than, add to object, error und fetch. Das sind jetzt fünf Beispiele, um mal zu zeigen für Ava und Jest, wie man diese Test-Cases oder Funktionen einmal behandeln kann. Und in Ava und Jest haben wir dann selber nochmal eine Package-JSON, wie wir sie halt vorhin aufgebaut haben, bloß jeweils halt dann einmal gesondert, damit wir halt nicht zwei verschiedene Kommandos haben und wir dann zum Beispiel in zwei ja, Fenstern arbeiten können mit dem gleichen Kommando, damit wir dann nachher sehen können, was, wie sich beide unterschiedlich verhalten jeweils. Und wenn wir jetzt einfach mal gucken, wie vorhin gesagt, im Prinzip steht hier genau das gleiche jetzt mit Test Ava und Test Jest. Mehr ist das nicht. Dann machen wir uns einfach mal darauf und haben jetzt einfach mal so getan, als hätten wir schon mal unsere erste Funktion geschrieben. Eine ganz einfache Funktion, die heißt, die nennt sich add, die nimmt die Parameter a und b und ja, summiert die beiden einfach dann nur a plus b. Ja, ganz einfache Mathematik. Vielleicht diejenigen, die das noch nicht richtig kennen, mit dieser Syntax hier, das sind sogenannte Arrow Functions, kommen aus ES6, sind jetzt so quasi so moderne JavaScript. Das wäre jetzt gleich im Prinzip, als wenn ich schreiben würde, Function add a, b, return a plus b. Ja, das wäre das gleiche, nur quasi kürzer. Ja, also muss man sich daran gewöhnen, aber vielleicht ist das schnell verstanden. Dann müssen wir es noch darauf machen, dass wir diese Funktion auch noch irgendwie exportieren, sodass wir aus einer anderen Datei, wir befinden uns ja in der Node-Umgebung, aus einer anderen Datei diese Funktion irgendwie uns herholen können und testen können. Dadurch haben wir jetzt dieses Modul Exports hingeschrieben und zumindest in Node-Umgebung kann man dann diese Funktion oder diese Datei halt dann exportieren. Und das kann man halt dann eben mit Module Exports gleich machen. Also eigentlich nur eine Variablen-Deklarierung. Mehr ist das nicht. Bloß ist die halt global. So, jetzt wollen wir diese Funktion testen.
Das würde dann jetzt damit passieren, dass wir jetzt zum Beispiel bei Ava, das lassen wir jetzt mal außen vor, einen sogenannten Testordner haben. Und wir haben jetzt genau da drin nochmal die gleichen Dateinamen wie hier. Das heißt, bei Ava ist es jetzt nicht unbedingt Convention, dass es so sein muss, aber es ist Standard so konfiguriert, dass er in einen Ordner namens Test zum Beispiel reinguckt und dort dann alle Dateien durchgeht einmal. Und diese Dateien dann halt auch einmal separiert immer ausführt. Wir können ja mal gucken, wie sich wie so eine Testdatei aussieht, wenn wir jetzt mal Add testen möchten. Das Ganze fängt an mit einem Import. Jetzt sind wir wieder auf einer ganz anderen Umgebung. Normalerweise würden wir jetzt in Node schreiben const test gleich require Ava. In dem Fall kommt Ava mit ES6 Support, beziehungsweise es ist jetzt ES Module Support, wo wir dann Import benutzen können. Das ist das gleiche wie require. Nur, dass man jetzt Import schreiben kann. Normalerweise bräuchte man dafür einen Transpiler, ja, der diese neue Syntax versteht. Ava shippt aber das Ganze schon mal für uns mit, sodass wir nichts einstellen müssen. Das ist halt dieser ganze Konfigurationspart, was Ava uns schon halt alles abnimmt. Das heißt, wir importieren uns eine Testfunktion, mit der wir dann eine Testumgebung starten können. Und wir importieren uns die eigentliche Add-Funktion aus dieser Datei hier, die ich vorhin gezeigt habe. Ist das eigentlich auch alles groß genug? Soll ich das ein bisschen größer machen? Größer wäre besser, ja. So, dann haben wir jetzt jeweils einmal die Funktion Test und einmal die Funktion Add. Die API von Test kann man direkt auf Root-Ebene halt ausführen. Das heißt, wir rufen die Funktion Test auf. Als erster Parameter kommt der Testname. Also wir beschreiben den Test, was wir eigentlich testen möchten. Da wir gesagt haben, Add soll zwei Nummern oder zwei Zahlen miteinander addieren, sagen wir, dass Add to Numbers, ja, soll halt zwei Zahlen miteinander addieren. Als zweiter Parameter kommt dann halt eine Callback-Funktion. Und die bekommt den Parameter t wiederum, wo wir dann innerhalb dieser Funktion dann diese t-Funktion benutzen können, beziehungsweise t ist ein Objekt aus, aus Testfunktionen, die man dann benutzen kann. In dem Fall ist es t ist. Und wenn wir jetzt diese Funktion aufrufen, kommt als erster Parameter quasi unsere Funktion rein. Wir rufen diese Funktion auf und die gibt uns dann unser Return Value zurück. Dieser Return Value kommt jetzt als erste Parameter rein, also heißt es, es ist unser Input. Und als zweiter Parameter wollen wir jetzt sagen, wir erwarten als Return Value 3. Ja, wenn wir sagen add 1 und 2, ne, weil wir gesagt haben a und b, soll er a plus b miteinander halt addieren und wir erwarten, dass da 3 frei rauskommt. Ja. Denke ich, sollte bis hierhin ziemlich verständlich gewesen sein. So, jetzt starten wir einfach mal das Ganze. Und das können wir jetzt eben so machen, dass wir sagen, ja, im Test. Und jetzt mache ich das einfach mal nur so, dass ich jetzt mal nur diesen Test ausführe. Das kann ich noch größer? Kriegst du es noch größer, da die beiden? Oder? Ja, natürlich. Ja, das ist sehr viel größer, ja. So, jetzt können wir diesen einzelnen Test einfach mal aufrufen. Also wenn man das jetzt nicht so schreiben wir, sondern nur so, dann würde ich jetzt alle Tests durchlaufen lassen, aber wir wollen jetzt einfach nur diesen Test jetzt ansehen. Hat es eine Package-JSON-Ebene? Oder geht er auf die unterste Ebene? Achso, da ist hier. Also schon da ist er, genau. So, jetzt starten wir das Ganze einfach mal und man sieht One Pass. Ja? Das heißt, der Test ist erfolgreich durchgelaufen. Was passiert eigentlich, wenn wir jetzt einfach mal ein bisschen was falsch gemacht haben und schreiben jetzt stattdessen 1 plus 1 ist zum Beispiel nicht gleich 3. Eigentlich ist es 2, aber wir expecten eigentlich 3. Dann rufen wir das Ganze nochmal auf. Und jetzt kriegen wir hier so ein Output. Ja? One failed. Add to numbers, also wir haben unser Test ja benannt und er sagt uns auch direkt, wo ist eigentlich der Fehler? Zeile 5 und was ist die Differenz, also was erwarten wir? Wir haben das Ergebnis 2 bekommen, erwarten aber eigentlich 3.
Das heißt, Ava sagt uns schon direkt, wo ist der Fehler, welcher Test hat gefailt und was haben wir bekommen und was erwarten wir eigentlich. Eigentlich alles Informationen, die wir brauchen, um diesen Test oder die Funktion zu fixen. Wenn wir jetzt mal vielleicht von uns von der anderen Seite mal das Ganze betrachten und das Ganze jetzt mal wieder richtig machen und die Funktion jetzt aber stattdessen falsch machen, jetzt können wir uns mal anschauen, was dann eigentlich passiert. Sieht man, dass immer noch das gleiche bei rauskommt. Also das heißt, der Fehler liegt irgendwo in Zeile 5. Ava konnte es aber nicht sagen, dass jetzt quasi die Funktion falsch ist, weil die Funktion funktionierte an sich. Ne? Es ist jetzt nichts falsch, sondern wir haben was falsch gemacht. Deswegen ist es jetzt unsere Aufgabe, herauszufinden, was jetzt eigentlich schief gelaufen ist. Aber das ist jetzt zumindest etwas, was Ava uns nicht abnimmt, weil wie gesagt, das ist ja von der Programmierung her richtig. Das ist jetzt eigentlich ein super simples Beispiel. Das heißt, wir können mit der API tt.is die Funktion immer aufrufen, zwei Parameter eingeben, also Input und Expected, und können anhand dessen halt dann eben schauen und den Test durchlaufen lassen, immer wieder, soweit halt dann eben gucken, bis es halt eben läuft. Das können wir jetzt dann zum Beispiel auch machen, wenn wir sagen, es gibt von Ava gibt es auch einen Parameter, der mitgeliefert wird, der nennt sich Watch, also minus minus Watch. Können wir jetzt mal ausführen. Und der sagt uns jetzt One Passed. Wenn wir jetzt mal wieder das Ganze falsch machen, dann kriegen wir Failed wieder, aber wir bleiben in diesem Ava-Prozess drin, weil wir in diesem Watch-Modus drin sind. Das heißt, Ava schaut halt nach auf Änderungen innerhalb dieser ganzen Testumgebung oder wenn ihr euren Code geändert habt, sodass wir nicht jedes Mal den Test neu ausführen müssen. Und das ist halt ziemlich hilfreich, ohne, sage ich mal, mehrere Inputs zu machen. Und jetzt können wir halt so lange rumprobieren, bis wir den Test halt eben fixen. Ja? Und man hat halt immer wieder halt das Feedback, bis wir es gefixt haben. Ziemlich hilfreich eigentlich. Das sind jetzt quasi so die Test-Basics. Das ist jetzt nicht groß anders bei Jest. Deswegen konnten wir uns das mal direkt angucken, wie es bei Jest eigentlich aussieht. Wir haben auch wieder einen Testordner. Jest guckt aber stattdessen nach Dateien, die so definiert sind. Also das heißt, ihr könnt was auch immer hier hinschreiben und der Dateiname muss dann .test.js sein. Also das .test ist zum Beispiel wichtig. Man kann sich das aber auch selber konfigurieren, nach was Jest gucken soll. Das gleiche auch bei Ava. Ne? Das ist jetzt nur ein Default. Und wenn wir jetzt mal bei Jest reingucken, fällt direkt auf, hier wird wieder die Require-Syntax benutzt. Ne? Warum? Weil Jest nicht transpiled. Ava transpiled die Testdatei mit Babel, um das Ganze mit ES6 auch zu verstehen, und hier transpiled Jest aber nicht, sodass wir hier wieder auf Require zurückgreifen müssen. Und noch was fällt auf, dass wir hier nichts importieren von Jest zum Beispiel. Ja, es gibt keine Testfunktion. Warum? Ich glaube, das ist eigentlich recht historisch gesehen, ist, dass es normal ist, wenn man jetzt mal hier guckt, wir benutzen hier ein it und expect und die beiden werden nirgendwo definiert, deklariert, was auch immer und kommen hier nicht mal als Parameter rein in der Callback-Function, sondern die sind wirklich global definiert von Jest. Ne? Wenn Jest ausgeführt wird, wird in der Umgebung eben it und expect als globale Variablen schon mal reingegeben. Was halt eben dazu führt, dass unser globaler Scope halt eben, unser globaler Scope ist halt einfach, dirty oder sowas, ich weiß nicht, populated, genau. Und das ist halt eine ziemlich zielspätige Sache, ob das jetzt gut oder schlecht ist, weil normalerweise will man ja in diesem globalen State halt nicht irgendwie polluten mit irgendwas, ne? Deswegen streiten sich da auch, sag ich mal, die Geister, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Und deswegen, meiner Meinung nach, ist der Ava halt ein Vorteil, ne? Weil das halt nichts mit dem globalen, weil er global halt eben nichts macht. Dafür Ava aber schon. Aber wann benutzt man schon mal it und expect? Ist halt auch wiederum die Frage. Ne? Also kann man sich drüber streiten. Aber es
doch eigentlich recht historisch gesehen, ne? Warum das so passiert ist. Das ist global, oder? Ja. Ja, also es kommt auch schon von Mokka und Chai und Tap und das Mögliche. Die machen das auch so. Noch ein Riesenunterschied ist die API. Also das heißt, wir fangen wieder einfach wie bei Ava an mit Test bzw. Heat and It. Der Testname und wieder Callback. Und innerhalb dieses Callbacks nutzen wir Expect. Und das wäre dann unser T ist. Sind eigentlich nur T. Und unser Expect ist aber darum wiederum eine Function, also kein Objekt, wo wir halt wiederum auf verschiedene Functions zurückgreifen können. Und hier kommt dann der Input rein. Und wir bekommen returned ein, wiederum ein Objekt mit ja, Testfunktionen, also in dem Fall to be. Und das wäre dann in dem Fall 3. Ja. Also ihr seht, die API ist ein bisschen anders als bei Ava, wo hingegen wir dann hier direkt auf in die Funktion die Parameter reingeben und hier das Ganze immer bei Expect reingeben. Also der Input kommt nur bei Expect rein. Da ist es jetzt natürlich auch wieder Geschmackssache. Was ist jetzt nun, sag ich mal, besser? Weiß ich selber auch nicht, aber ich finde zum Beispiel, das ist ein bisschen leserlicher, wenn man ehrlich ist. Weil Expect to be, ne? Also Expect X to be Y. Ne? Ja. Theoretisch könnte man doch Import aber auch verwenden, wenn man auf Node 9.8 geht, oder? Nein. Weil Node 9.8 unterstützt doch jetzt ES6-Modules. Ist das noch sicher? 9.8 unterstützt, oder vielleicht 9.11 auf jeden Fall. Das könnte zumindest möglich sein, ja. Wenn die halt nichts transpilen, dann müssen die ja von da die Gegebenheiten von Node zurückgreifen. Ja. Aber ja, das müsste man dann nochmal herausfinden. Aber wahrscheinlich ja. Aber man muss zumindest wissen, dass Jest nichts mit den Files macht, dass er da irgendwie transpiled oder so. Aber bis hierhin schon mal irgendwie Fragen. Oder ist das soweit wirklich klar? Weil ich würde das gerne so einfach wie möglich erklärt haben, dass es für jeden verständlich ist, dass man halt selber auch dann daran gehen kann. Ja? Okay, super. Ja, Add. Also so Nummern summieren ist eigentlich ein recht einfaches Beispiel. Aber das sind jetzt einfach mal, um in die Basics reinzukommen. Dann schauen wir uns mal das nächste Beispiel an. Um einfach mal die API vielleicht ein bisschen auch kennenzulernen, dann haben wir jetzt mal eine Funktion, die nennt sich greater than. Vielleicht wir haben wieder eine Funktion, die A und B reinbekommt und die schaut, dass A größer ist als B. Also wir hantieren wieder mit Zahlen und wir schauen uns mal an, wie so eine greater than getestet werden kann. Wir kennen das Spiel wieder von Ava, wir importieren Tests. Wir benennen unsere Tests wieder, ja, weil wenn wir in dem Fall mehrere Tests haben, wie wir es hier zum Beispiel haben, wir testen einmal, dass true returned werden soll, ja, und einmal false returned. Weil greater than kann ja beides returnen, ne? True und false. Deswegen haben wir hier auf Root-Level dann auch wiederum zwei Testumgebungen. Also diese beiden Tests laufen jetzt bei Ava speziell auch separiert in isolierten Testumgebungen. Das heißt, wenn das irgendwie, also returns true irgendwie kaputt gehen sollte, dann stört es aber nicht returns false. Ne? Also das heißt, die beiden können sich nicht blockieren oder sonst irgendwas oder irgendwie stören. Also diese beiden testen sich gegenseitig wirklich in einer eigenen Umgebung. Und wenn wir uns jetzt mal angucken, wie das Ganze getestet wird, kann man eben sehen, dass wir wieder halt dann eben das T benutzen aus dem Callback und hier dann aber benutzen die Funktion namens true. Und hier begeben wir dann einfach das gleiche Spiel mit den Input, aber wir haben halt ja, im Prinzip eigentlich nur einen Input. Wir expecten ja eigentlich nichts mehr wirklich, nochmal Richtung Value, weil true im Prinzip schon impliziert, dass true expected wird. Ja? Das heißt, wir müssen selber nicht mehr hinschreiben true. Und das kann man schreiben dann t is. Genau, man kann stattdessen aber auch schreiben t is. Aber das ist ja irgendwie ja auch nicht schön. Ne? Das ist aber nicht. deswegen. T1. Klammer auf. Ja, also wie gesagt, Ava kommt halt dann einfach schon mal mit ein paar Testfunktionen. Und dann kann man das Ganze eben auch sehen, das gleiche passiert dann eben halt auch hier, nur dass wir stattdessen false benutzen.
Wir verkürzen das Ganze halt dann eben, statt dass wir ist nutzen, können wir dann eben andere Funktionen nutzen, halt schon sowas kurz machen. Und jetzt mal gucken. Wir führen das Ganze einfach mal aus. Das ist dann die Nummer 2. Dann testen wir das Ganze einfach mal. Kommt 2 passed. Weil wir haben ja 2 Tests geschrieben in dem Fall. Wenn wir jetzt mal gucken, wir erwarten jetzt zum Beispiel hier. Wir machen jetzt einfach mal die Funktion kaputt. Ne? Wir machen jetzt mal das falsche Dingens rein hier, sodass es für beides failt. Wir gucken mal an, was denn dabei rauskommt. Und dann sieht man, zack, ist da was falsch und ist da direkt was falsch. Das heißt, wir haben hier direkt raus beim ersten Test für returns true, value is not true. Und hier dann auch eben das gleiche mit returns false, value is not false, sondern wir bekommen true raus. Wir können das Ganze wieder fixen und es läuft wieder durch. Auch wieder ein einfaches Beispiel, aber halt mit einer einfachen Syntax, beziehungsweise API, mit dem, was Jest uns schon liefert. Ava. Jetzt gucken wir mal an, wie sich das Ganze in Jest verhält. Da kommt Jest leider nicht mit einer wirklichen impliziten, expliziten True-Funktion, sondern hier müssen wir direkt testen, dass es wirklich true ist. Ne? Hier sehen wir dann expect greater than to be true. Es gibt aber eigentlich auch sowas wie to be truthy. Das heißt dann aber wieder nur, dass er nicht direkt schaut, dass es wirklich true ist, sondern es ist truthy. In dem Fall ist es zum Beispiel sowas wie, es ist definiert. Ne? Das heißt, da könnt ihr jetzt zum Beispiel sowas wie 1 rauskommen und 1 ist auch truthy zum Beispiel. Ne? Wenn wir jetzt sagen 0 ist 0, ist aber nicht truthy, sondern falsy. Also nur um das mal so grundlegend zu verstehen. Also steckt da quasi Boolean, Klammer auf, Klammer zu. Genau, so in dem Sinne ist es genau. Weil es wäre zum Beispiel ja Bullshit, wenn wir sagen, to be truthy, aber hier kommt dann jetzt halt irgendwie nicht sowas raus, sondern wir geben eigentlich yes und ja, keine Ahnung, 0, ja. So, also keine Ahnung halt, weil es ist ein ganz abstraktes Beispiel halt. Und yes ist zum Beispiel trotzdem truthy, ja? Aber 0 ist false. Ja, wenn du no reinschreibst, dann ist es auch true. Ja, nee, das, ich wollte deswegen wollte ich nur Index auf. Also nur um das Problem mal zu verstehen, ne? Yes ist 0. Truthy ist es ja einfach not. Ja. Not true ist, dann ist es truthy. Ja. Sozusagen. Und hier sieht man halt, da ist vielleicht Ava ein bisschen ein Vorteil, was das angeht. Das ist jetzt ein spezifisches Beispiel. Aber so haben wir jetzt mal dieses Beispiel mit 2 Test Cases. Ne? Das heißt, wir schreiben uns eigentlich im Realfall mehrere Test Cases auf, was diese Funktion macht. Also diese Funktionen sind ja später, wenn wir richtig programmieren, noch viel komplexer als sowas. Aber im Normalfall oder im besten Fall sollten eure Funktionen ja trotzdem noch klein sein. Ne? Sollten jetzt nicht alles machen. Ne? So, wir haben uns aber eigentlich auch noch gar nicht Jest durch angeguckt. Wenn wir jetzt mal gucken, ja, ein Test, dann können wir jetzt mal gucken, wie das Ganze eigentlich bei dem ersten Beispiel aussieht. Und da sieht es nochmal vielleicht ein bisschen schöner aus. Oh, sorry. Riesiger Augenschock. Ja, nervt sich, um mal ein bisschen wach zu werden hier. Der Output. Warum ist das? Was sind das? Das ist Absicht. Ja. Okay. Achso, weil ich mal alle noch. Also, wenn man sich das mal anguckt, dann bekommen wir bei Ava wirklich einen sehr minimalistischen Output. Reicht ja eigentlich, ne? Bei Jest wiederum sieht man ganz genau, was getestet wird, welche Tests durchlaufen, die sogenannten Test Suites. Test Suites sind immer eine Datei ist eine Test Suite und die Tests innerhalb einer Datei sind dann die Tests. Snapshots werde ich nachher noch erklären und ja, jeder noch mal zeigt. Das haben wir aber hier auch ungefähr von Jahren. Aber wenn wir jetzt mal gucken bei dem zweiten Beispiel, dann sieht das Ganze nochmal so aus.
Dann kann man hier nochmal sehen, welche Tests genau durchlaufen, wie lange die gebraucht haben. Das ist nochmal alles ein bisschen ausführlicher. Kann es vielleicht auch weiterhelfen für was auch immer. Aber das sind jetzt zum Beispiel, sieht man auch einen wesentlichen Unterschied zu Avon Jest. Dann machen wir jetzt nochmal ein anderes Beispiel. Ist das eigentlich, sorry, falls du schon erwähnt hast, aber ist das eigentlich auch hier konkurrent, also konkurrent? Wow. Jest, ja. Also Jest und Ava laufen. Jetzt ist es aber schwer zu lesen. Ich dachte, es geht zwei mit dem Helm. Nee. Also, es ist zu sagen, dass Ava und Jest jeweils, wenn alle Tests durchlaufen, alle parallel, also alle Tests laufen parallel. Ne? Also nicht, was ist das im Gegenteil von parallel nochmal? Sequenziell. Ja, sequenziell. Das heißt, somit sparen wir uns auch eine Menge Zeit, weil dann halt die Tests auf, ja, gerade bei Multithreading halt dann eben verlagert werden. So wie dann die Tests, keine Ahnung, bei 1000 Tests halt dann alles super schnell läuft. Ne? Das war früher zumindest eigentlich nicht so. Und ja, das ist zum Beispiel auch dann der Vorteil von beiden eigentlich. So, dann können wir uns mal was anderes angucken. Nochmal ein bisschen komplexer zu gehen, haben wir mal eine Funktion, die nennt sich addToObject. Was macht diese Funktion? Die bekommt einen Key, ein Value und ein Objekt rein. Soll heißen, diese Funktion soll nichts anderes machen als ein Key-Value in ein bereits bestehendes Objekt hinzuzufügen. Denke ich, soweit verständlich, oder? Das heißt, wir haben zum Beispiel ein leeres Objekt und wir wollen da einen neuen Key-Value einhauen. Foo und Foo ist der Key. Value von Foo soll dann zum Beispiel bar sein. Und hier benutzen wir dann die Funktion aber Object-Assign. Ich habe jetzt hier speziell ein leeres Objekt, weil ich gerne mit das ganze immutable halt lassen möchte, weil wenn ich jetzt Object Assign mache, dann mutiert das das Objekt, wenn ich, was man hier dann reingibt als Parameter und ich das dann weglassen würde, würde er Object halt mutieren und Object könnte auch noch woanders referenziert sein und das würde einen riesen Fuck abgeben. Deswegen arbeiten wir lieber mit einem frischen Objekt, was dann returned wird. So, wie gesagt, wir wollen halt dieses Objekt mutieren und dann halt einen neuen Key-Value reinhauen. Wenn wir uns mal angucken bei Ava, wie das funktioniert. Generell, wenn wir Objekte miteinander vergleichen wollen, ist es in JavaScript zumindest sehr schwierig. Selbst wenn man halt den Gleich-Operator benutzt, vergleicht er nicht die Objekte, ob die wirklich 1 zu 1 gleich sind, sondern halt in dem Fall nur die Referenz. Ja? Und wir müssen aber in dem Fall in den Test dann gucken, dass das Objekt, was wir erwarten, auch wirklich Key, also jeweils für Key, Value alles gleich ist. Ne? Wenn wir jetzt zum Beispiel hier addToObject aufrufen, wollen wir sagen, dass B unser Key ist. Value von B ist dann 2. Und unser Objekt, was wir ändern möchten, ist dieses Objekt, was schon A gleich 1 hat. Und wir expecten dann am Ende, dass dieses Objekt so aussieht. Also wir haben das Objekt dann immer noch mit A gleich 1, aber mit B gleich 2 dazu. Und so kann halt dann mit die Equal das Ganze verglichen werden, dass es auch wirklich tiefgreifend, also so tief es geht, diesem Objekt auch verglichen wird. Wenn wir uns das auch noch anschauen, dann wird man da halt auch sehen, dass das auch durchlaufen wird. Ja. Wenn wir zum Beispiel gucken, T ist, das hätte ich noch mal ausgedrückt, ehrlich gesagt, aber dann wird da rauskommen, dass es values are deeply equal to each other, but they are not the same. Heißt dann, dass die beiden Objekte nicht gleich sind. Ne? Das ist das, was ich vorhin beschrieben hatte mit dem dreifachen Gleich-Operator in JavaScript. Und was würde jetzt passieren, wenn du in dieser Funktion nicht neu Object machst? Statt in der Funktion. Achso, hier, ja. Dann können wir das mal anschauen.
Das Lustige ist aber, ist führt trotzdem die Equal aus, aber nur um zu warnen, dass er eigentlich die Equal benutzen sollte. Auch interessant. Okay, das funktioniert jetzt leider, das funktioniert jetzt leider nicht, weil das Problem ist, dass dieses Objekt ein neues Objekt trotzdem ist. Ne? Ja, und dass wir dann eine Test. Das heißt, ich könnte das Ganze eigentlich. Mit jedem Testcase, jedes Mal, wenn dieser Test ausgeführt wird, wird immer ein neues Objekt. Ja. Das ist immer Test Better for us. Ja. Ich denke, das ist nochmal ein anderes Thema, das können wir uns vielleicht später nochmal angucken. Was ist, wenn du das so. Dann gucken wir uns das Ganze nochmal für Jest an. Da sieht es bei Jest dann auch wieder so aus, dass es einfach dann eine Funktion gibt, die heißt dann toEqual. Nichts anderes eigentlich. Was können wir noch testen? Wir können auch Errors testen. Das heißt, wenn wir sonst mal noch Errors haben sollten, also in unserer Funktion, für was auch immer, dann habe ich hier einen Fehler auch schon. Dann können wir zum Beispiel in Ava auch sagen, dass unsere Funktion halt eben was flowen soll, ja, ein Error-Objekt. Wenn wir uns das jetzt mal angucken, wie dieser Error eigentlich aussieht, dann haben wir hier eine Funktion. Wir erwarten, dass foo nicht gleich als Parameter nicht gleich foo reinkommt. Aber wenn das der Fall sein sollte, dann soll das flowen. Und hier können wir dann sagen, das Problem ist jetzt, das muss jetzt so aussehen, dass wir hier eine Funktion reingeben und welche die Funktion Error aufruft. Weil wenn wir Error schon vorher so aufrufen, Moment, so, dann haben wir das Problem, dass unsere Funktion ja throwt. Ja? Und dann kommen wir aber nur so weit, dass der Test aber insgesamt fehlschlägt, weil die Funktion ja fehlschlägt. Wenn das soweit verständlich ist. Ja? Deswegen müssen wir eine Funktion reingeben, die Flow selber ausführt und dann quasi dann diesen Error abfangen kann und diesen Error dann weiterverarbeiten kann, damit wir sagen können, dass unser Error, in dem Fall im foo, auch die Message foo drin hat, damit wir wissen, dass unser Error erfolgreich ist. Und das Ganze kann man dann auch sagen für NotFlows, also soll halt nicht fehlschlagen. Wenn wir aber dafür den Parameter bar reingeben, und dann haben wir eigentlich das gleiche Spiel, das, ja, das wird halt dann irgendwie durchlaufen. Jetzt sind wir eigentlich nur schon so weit angelangt, dass wir eigentlich nur noch unsere APIs anschauen. Und das gleiche geht aber für Jest halt eben auch, ja, dass wir halt dann sagen, expect to throw. Und hier dann wiederum aber gibt es bei Jest ein Not. Und dieses Not kann man halt immer davor stellen, zu egal was auch immer, also so, wenn das quasi das Gegenteil sein soll. Und die werden dann halt auch genauso durchlaufen. Jetzt kann man sich auch noch anschauen für Fetch. Fetch ist in dem Fall eine asynchrone Funktion. Die sieht dann jetzt so aus, das Ganze ist jetzt nur gemockt von mir, welches Promise-basiert ist, also diejenigen, die ja jetzt Promises kennen, vielleicht haben wir das dann jetzt so, dass wir innerhalb dieses Promises einen Timeout haben, der geht jetzt 2 Sekunden lang und nach den 2 Sekunden soll er halt dann das Promise resolven, dann dafür halt bar return oder wenn dann in dem Fall zum Beispiel a nicht gleich foo ist, dann soll das Ganze reject mit einem Error. Und das können wir dann auch so machen, da haben wir jetzt einen riesen Vorteil bei Ava und Jest, dass wir mit Async Await arbeiten können. Für diejenigen, die Async Await nicht kennen, das ist jetzt quasi auch die neue ES7 Syntax, womit man halt dann mit Promises arbeiten kann. Aber es ist viel leserlicher in dem Fall. Deswegen können wir jetzt in unserer Callback-Methode auch direkt ein Async voranstellen und ein Await innerhalb dieser Funktion dann benutzen und das Result dann halt eben testen. Ja. In dem Fall gehen wir dann foo rein und wir erwarten als Result bar. Und in dem Reject-File benutzen wir dann wiederum einen Try-Catch-Block, denn bei Async Await haben wir jetzt noch zusätzlich dazu, können wir Try und Catch benutzen, womit wir dann halt quasi die
Rejections abfangen können, sodass unser ganzer Code nicht gleich kaputt geht. Und falls wir eine Rejection bekommen, können wir das Ganze mit Catch abfangen und Catch bekommt einen Error-Parameter und innerhalb dieses Catch-Blocks können wir dann einfach unseren Test halt durchlaufen lassen und wir sagen, dass die Error-Message halt dann expected true sein soll, wie wir das auch in unserem Test beschrieben haben. Ne? New type error expected true. Und ja, nur weil wir jetzt halt eben falsche Parameter angegeben haben. Wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wir testen das jetzt mal, weil das jetzt mal ganz interessant ist, wie sich das verhält mit einem asynchronen Funktion, die jetzt 2 Sekunden läuft, dann sollte das Ganze jetzt auch 2 Sekunden dauern, bis das halt eben durchläuft. Ne? Ja, nur 1, 2, zack, fertig. Und bei Jest halt eben das gleiche. Ne? Das heißt, unser Test kann halt dann sogar auch asynchron laufen und die Tests warten sogar halt darauf und haben von Standard schon Promise Support dabei, beziehungsweise Async Await, was halt eigentlich ziemlich cool ist, ne? Für diejenigen, die viel mit asynchronen Funktionen arbeiten. Und ja, das war es jetzt eigentlich auch schon so mit den Beispielen. Das sind jetzt im Prinzip so die häufigsten APIs oder Beispiele, oder so, die man kennen sollte. Wie sieht das aus bei Jest? Achso, genau da. Genau. Nur, dass wir halt dann unsere Expect-Funktion halt dann ein bisschen anders schreiben. Ne? Aber im Prinzip, wenn man sich das jetzt mal als Gesamtes betrachtet, ist Testen eigentlich nicht so schwer, oder? Das ist im Prinzip genau das gleiche, als würde man selber irgendwie mit Console Logs das Ganze irgendwie ausführen und sich ausloggen lassen. Nur dass wir dann unsere Tests wirklich schreiben und gespeichert haben und immer wieder ausführen können und auch für die Zukunft immer wieder benutzen können, um sicher zu gehen, dass alles noch so funktioniert. Ja. Ich würde fragen, du testest jetzt ganz normal das JavaScript. Genau. Wir haben jetzt gerade zum Beispiel, bauen wir eine Node.js-API auf. Und ich habe jetzt neulich die Frage gehört, wie testet man eigentlich am besten Streams? Im Prinzip. Hast du vielleicht was? Also ich weiß nicht, ob du das gemacht hast oder. Ja, bei den Streams ist es ja eigentlich so, dass man da, also im Prinzip dann auf Quellcode-Seite, weil das ja auch alles asynchron ist, ne? Dass man das am besten halt dann auch wiederum, ich würde jetzt zum Beispiel sagen, persönlich dann auch in Promises zum Beispiel umschreibt, ne? Dass man halt dann sagt, der returnt dann halt wiederum und resolved jetzt Promise, weil wir ja dann hier dann wiederum auch mit Async Await arbeiten können. Ne? Ich weiß nicht, ob du das auch so sagen würdest. Das kommt mir darauf an, dass ich beim Stream interessiert. Interessiert nicht mich die einzelnen Blöcke oder interessiert mich am Ende das Ergebnis? Ja, also bei den Blöcken würde man ja dann sagen, dann würden wir wiederum mit Callbacks arbeiten, ne? Und dann sagen, dass wir die Callbacks halt und dass wir uns da bei den Callbacks halt dann eben anschließen und die Callbacks dann wiederum jedes Mal getestet werden. Und bei Ava zumindest kannst du dann auch sagen, du hast zum Beispiel einen Stream, der dann halt 5 Callbacks zurückgibt. Und du kannst dann sagen, du erwartest 5 Callbacks und kannst das Ganze mal T-Plan 5 gleich beschreiben, dass du am Ende auch 5 Callbacks erwartest. Weil zu dem Fall, wenn es kommen sollte, dass die Funktion mal geändert wird und da dann nur noch 4 Callbacks rauskommen, kannst du es damit abfangen. Ja. Das Ganze kannst du aber leider nicht in Jest machen. Ne, da ist dann auch wieder Ava ein Vorteil, was das angeht zum Beispiel. Ich habe das nämlich in Jest gemacht und ich habe das, oder es wurde jetzt so gelöst, dass wir Sign-On drüberstülpen. Ja. Was ja quasi so diese Mocks und Spies und sowas hat. Ne? Ja. Dann fangen wir halt einfach beim ersten Mal. Also called once quasi und dann ignorieren wir den Rest, der da an den Chance kommt. Achso, ja, das geht natürlich auch. Ja, ja, stimmt. Also das wäre ja dann im Prinzip wird da ja nur geschaut, ob der Callback halt dann aufgerufen wird. Genau. Das also das kann man zum Beispiel auch machen. Das wäre dann doch ein bisschen tiefer gehendes Testing. Also da würden wir dann auch wirklich uns in die Funktion dann ein bisschen mehr oder weniger reingucken. Ne? Das heißt, wenn wir eine Funktion reingeben als Callback, können wir uns in diese Funktion reinhucken und halt dann darauf Listen nennen. Und in dem Fall nennt man das dann dieser Test-Library, die namens Cinnamon, wenn wir dann halt Spine zum Beispiel. Ganz kurz das Licht an, vorsichtig. Ja. Okay. Ja, sonst noch Fragen? Soweit zu den Beispielen. Also ist JS meistens langsamer?
Fehler? Das ist jetzt eine große Frage. Also meine Tests haben jetzt zumindest ergeben, wir können das Ganze einfach mal machen. Ja? Ich mach das mal alles. Gut, wenn du das in Hände von laufen lässt. Das sieht aus, als wenn Jess das nacheinander ausführt und Ava das parallel ausführen lässt. Das können wir uns mal anschauen. Also, einen Moment. Also, ich kann jetzt sagen, Jan Test hier. Ich kann es ja nicht alles gleichzeitig ausführen, aber ich probiere es mal so schnell wie möglich. Jetzt sieht man aber hier auch schon, bei Jest hat man vorhin ein paar gelbe Blöcke gleichzeitig gesehen. Ne? Da hat man dann schon gesehen, dass alles halt parallel läuft. Bei Ava ist es auch so, dass alles parallel läuft, aber man sieht es doch nicht so genau. Jetzt sieht man aber, dass in dem Fall jetzt Ava viel schneller war als Jest. Das ist jetzt aber so, dass Jest das Ganze gecached hat. Wenn wir jetzt nochmal Test ausführen, dann wird es schneller laufen als vorher. Aber wir sind trotzdem natürlich gebunden an unseren asynchronen Test, ne? Der uns nochmal 2 Sekunden immer drauf gibt. Aber bei Ava ist es so, dass Ava, glaube ich, eigentlich nicht unbedingt cached, bin ich nicht ganz so sicher. Aber zumindest so, die Tests laufen hier bei Jest im ersten Moment halt dann. Okay, also es kommt auch immer von Test zu Test drauf an, aber in dem Fall wäre die Ava halt schneller. Jest hat eine Menge Overhead, also bei Jest. Profitiert man echt davon, wenn man das am Watch durchlaufen lässt. Ja. Weil der ganze Setup bei Jest ist echt riesig. Ja. Aber wenn man es einmal hat, dann laufen die Tests sehr schnell. Wie sieht es denn aus mit dem Workflow? Bei Jest ist es ja so, wenn ein Test fehlschickt, dann packt Jest den Test, der fehlgeschlagen ist, zuerst und validiert den zuerst, bevor die anderen Tests kommen. Im Watch. Wie sieht das bei Ava aus? Bei Ava ist es, glaube ich, so, wenn du einen Test hast, der failt, dann bricht der, glaube ich, schon direkt ab. Und aber nicht im Watch. Achso, die kannst du mal ausprobieren, ich weiß es nicht mehr so genau. Das finde ich nämlich halt einen Vorteil, dass er halt erst die Tests validiert, die halt fehlgeschlagen sind, ja. Bevor er den Rest, der sowieso dann zumal so durchläuft. Gucken wir mal. So, dann haben wir jetzt mal einen failed, ne? Ist jetzt. Okay, vielleicht ist es auch blöd, dass wir den ersten Test direkt durchlaufen lassen. Ja. Lieber so. Das mal neu starten. Achso, Moment. Ich lasse es mal, also nochmal. So, wir haben Test. Alles läuft durch, wunderbar. So, jetzt ändern wir hier was. Und es ist kaputt. Aber wenn du es nochmal änderst, dann wird es nochmal ausgeführt. Wenn du es nochmal änderst. Genau, jetzt muss man die auch nach vorne. Genau, ne? Jetzt fixe ich das wieder. Ich weiß, also man sieht es ja eigentlich auch gar nicht, ne? Aber, ja, aber er testet jetzt nur den halt wieder. Genau. Weil ja. Die anderen sind ja danach noch asynchron und warten 2 Sekunden und er hat direkt den ersten gefailt. Ja. Kann sein, dass Jest die einzelnen Tests aber nacheinander ausführt, dass er irgendwie die Files parallel macht, also die Suits, aber die einzelnen Tests. Dann nacheinander, weil das hat er auch gerade gesagt, die Fetch-Test, die hat wirklich doppelt so lang gebraucht, als würde er halt die asynchronen Tests nacheinander ausführen. Achso, nee, da läuft auch alles parallel. Also auch der einzelnen Test in der Frage. Eigentlich schon. Das würde sich aber an der Zeit erklären, weil als du nur den 5er gemacht hast, war der halt fast doppelt so langsam wie. Kannst du ja mal testen, wenn du noch einen Test einfach mal reinschreibst, dass dann 6 Sekunden dauert, dann noch. Also eigentlich sollte das nicht so sein, weil ich bin mir sicher, dass es bei Jest nämlich halt auch so ist, dass. Diese Tests quasi auch alle isoliert laufen. Was ja im Zweifel nicht schlimm ist, ist halt ein anderer Ansatz. Ja. Dass man halt sagt, okay, falls noch irgendwas im Speicher liegt oder sonst was, das ist beeinflussen könnte. Können wir auch gerne testen. Problem. Ja, jetzt brauchen wir 7. Ja. Ja. Achso, warte, wir haben jetzt aber auch. Nee, Frau. Weißt du, ich vergesse mal auch 7? Nee. Da hat er 5 Sekunden gebraucht. Wir haben ja jetzt auch neu, dass Jest die Tests innerhalb der Datei wird, weil ich weiß, sequenziell ausgeführt. Ah, okay. Ja, weil Jest macht da mit den Dateien halt noch all möglichen Kram. Warum das halt. Ja, das hat einen bestimmten Grund, warum das so ist. Man kann nämlich in den Tests, also es gibt noch viel mehr Testfunktionen, die man benutzen kann. Es gibt sowas wie After Each und so weiter. Das heißt, wenn du halt sagst, du hast auf globaler Ebene eine Variable, die heißt let foo und da wird immer irgendwas Neues reingeschrieben, dann kannst du sagen, After Each soll er halt dann irgendwie
2 gleich 1 halt wieder rausmachen. Ne? Deswegen ist das wichtig, dass die da halt irgendwie nacheinander ablaufen. Und ich glaube, was du Datenbank hast, ne? Das, also wenn du in deinem Test irgendwie eine Datenbankverbindung aufbaust, ja, oder sonst irgendwas, ne, was so ähnlich ist, ja, dass du die wieder schließt nach irgendwie. Ja, genau. Kann das in Ava nachbauen oder ist Ava da so, dass man gerade hier ist? Genau, ich glaube, bei Ava ist es so, wenn du halt. Genau. Test. Okay, das könnte gut sein. Ich glaube, bei Ava ist es so, dass sobald du ein After Each halt nämlich hast oder sowas, erkennt er automatisch dann, dass es so ist. Ah, okay. Ich glaube, es gibt auch einen Test.sync oder so, glaube ich. Ja, bei Ava auch. Ich weiß nicht, ich meine, es gibt auch Test.sync bei Ava, dass das dann force, dass alles synchron ist. So, okay. Ja. Achso, Bonnie, das gibt es. Jetzt noch mal. Das ist schon bei der 22. Okay, wird sich vielleicht dann gleich kennen, aber dann haben wir das jetzt zumindest auch rausgefunden. Aber ja, dann mache ich jetzt mal noch ganz kurz einen Talk weiter. So. Also, was haben wir jetzt eigentlich kurz gelernt? Also, das heißt kurz. ja, also Ava und Jest, ja. Also beide sind eigentlich ziemlich einfach zu installieren und zu benutzen, ja, denke ich mal. Haben eine ziemlich simple Test-Syntax. Test-Syntax generell hat sich in den letzten Jahren eigentlich kaum geändert. Ne? Also es war das immer gleich. Was genau? Genau, also wenn man das eine benutzt hat, weiß man, wie das andere fast funktioniert. Nur, dass sie sich halt ein bisschen in der Schreibweise immer unterscheiden. Die Tests, also wir reden jetzt von den Testdateien, ne? Laufen alle parallel, die wir vorhin auch dann gesagt haben und herausgefunden haben. Nur, dass Ava halt dann da auch wirklich innerhalb der Tests auch alle Tests halt dann, oder Test-Suites, Tests halt dann parallel laufen lässt, bei Jest aber nicht. Und beide kommen halt mit Promise und Async Support von Haus aus, was halt sehr zugute kommt. Bei Ava ist es so, dass der quasi ja, einen da schon dazu zwingt, die Tests schon sehr atomar zu schreiben, weil wir dort halt nicht quasi Tests ineinander schachteln können, wie das bei Jest möglich ist. Das werde ich gleich nochmal zeigen. Und wir haben keine globalen Variablen wie describe oder it. Ne? Das heißt, wir importieren immer aus einer Quelle heraus und haben das immer fest definiert, sodass wir es immer zurückverfolgen können, wo kommen dann jetzt eigentlich diese Funktionen her. Bei Jest wiederum haben wir noch ein paar mehr Vorteile. Die API insgesamt ist ein bisschen breiter gefächert. Es ist insgesamt auch einfacher, ES6 mit Babel zu supporten, gerade auch für Source-Dateien, also unsere Source-Dateien und die Test-Files selber mit Babel Jest. Ne? Das ist so ein Babel-Plugin, was automatisch genutzt wird. Wenn man Babel schon in seinem Projekt selber konfiguriert hat, kann man Babel Jest noch hinzufügen und da muss man Jest aber selber nicht mal weiter konfigurieren. Und dann wird alles selber von Jest mit Babel transpiled am Ende. Es ist eigentlich auch ein bisschen schneller als Ava, wenn man zumindest das Ganze von der synchronen Seite betrachten. Also ich spreche nicht von Async-Code, sondern von der synchronen Seite. Ja. Ist zumindest meine Erfahrung, weil Jest halt auch ein Caching hat. Ja, wenn der Cache halt dann eben läuft, dann gewinnen wir ein paar Sekunden. Und das Ganze wird halt auch mit Mocking, zeige ich auch gleich nochmal, und Coverage Support bei Default halt eben geschippt. Dass wir dann zum Beispiel auch sagen können, wir können unseren Test halt eben irgendwie eine Coverage halt eben anlegen und können dadurch halt eben auch schauen, wie weit ist unser Projekt eigentlich getestet, ne? Welche Lines sind noch nicht getestet und so weiter und so fort. Das müssen wir bei Ava dann selber nochmal das konfigurieren. Ja. Dann gucken wir nochmal ganz kurz. Also es gibt eine Ava-Webseite natürlich, die ist aber nur auf der GitHub-Seite. Da werden noch viel mehr Sachen drinstehen, was ich noch nicht gecovert habe. Aber nur mal die API sich anzugucken, was wir jetzt schon vorher angesprochen haben, ist, dass Ava ja auch die Tests selber alle halt parallel laufen lässt, aber man kann die halt dann auch sequenziell laufen lassen mit Serial. Ne? Man kann halt auch noch ganz
sagen, man kann auch Tests skippen, man kann auch sagen, es gibt einen Test-To-Do, ne? Man kann halt Tests anlegen, ohne etwas zu testen, aber sagen, es ist ein To-Do. Test-Failing kann halt eben sagen, okay, der Test, wir wissen, dass der Test failt, aber wir wollen ihn jetzt nicht unbedingt auskommentieren oder komplett entfernen, weil bringt ja nichts, dass wir auskommentieren, bringt aber nichts, dass wir den entfernen. Deswegen können wir sagen, wir wissen, dass der Test failt, wir haben aber keine Zeit, den jetzt zu fixen, aus Grund XY. Und dann können wir sagen, Test failing, das heißt, wir wissen Bescheid und Ava weiß auch Bescheid, dass der Test failt. Jetzt noch andere Sachen wie Test before each und so weiter, das kann man sich dann alles durchlesen. Und halt dann eben die ganzen Assertions. Und da kann man dann sehen, es gibt ja dann eben Pass, Fail, Truthy, True is not deep equal, not deep equal, those, das was wir vorhin gesehen haben. Regex, nur noch Snapshots, kann ich nachher nochmal erklären, was es genau damit auf sich hat. Suggest nämlich auch. Aber so viel größer ist zum Beispiel Ava API auch nicht. Ne? Das heißt, das sind wir eigentlich auch recht übersichtlich und auch schnell zu lernen, meiner Meinung nach. Wenn wir uns jetzt stattdessen aber mal Jest angucken, dann haben das sind unsere Globals. Also statt Test haben wir dann halt eben sowas wie Describe oder Test. Und auch hier die ganzen anderen noch Methoden. Es ist jedem selbst überlassen, ob es Describe oder Test benutzt. Warum ist zum Beispiel ein Freund von Test? Ich benutze irgendwie gerne Describe. Aber jedem das sein, ist beides jetzt irgendwie das gleiche. Und da können wir uns auch sagen, mal anschauen, was es so für Assertions gibt. Und wenn ihr jetzt runterscrollt und nicht erschrecken, gibt es viel mehr bei Jest. Aber das ist auch zum Beispiel das, was. Schaubar. Bitte? Ist überschaubar. Ja, überschaubar. Ich weiß auch mal auch nicht alles aus dem Kopf, aber das ist auch das, was Robin schon gesagt hat. Bei Jest ist viel mehr Overhead. Ne? Und das kommt eben auch dadurch, dass wir so viele Funktionen haben. Aber man kann auch viel genauer testen, weil wir halt nämlich auch dann sowas wie Mocks haben. Und diese Mocks kann man halt eben dann auch benutzen, um dann halt zum Beispiel auch zu sagen, man hängt sich an irgendwelchen Funktionen ran, um die dann halt, auf die man halt eben wissen kann. Und dann kann man sagen, man hat eine Mock-Funktion, die man als Callback reingibt und dann kann man sagen, unsere Mock-Funktion to have been called, ne? Dass diese Callback-Funktion aufgerufen wird, können wir testen damit. Oder, was gibt es noch? Ja, also es gibt eigentlich zu viel meiner Meinung nach, aber es ist halt auch alles so, hat seine Vor- und Nachteile. Aber wenn man sich da einmal ein bisschen durchgekämpft hat und weiß, was man benutzen kann, dann ist es auf jeden Fall auch super hilfreich. Jetzt auch nochmal zu dieser Snapshot-Geschichte. Das ist jetzt speziell für die Leute, die React benutzen, sehr hilfreich. Wie wir alle wissen, also ich spreche jetzt nur über React, sorry für diejenigen, die sich nicht damit auskennen bisher, ist, dass wir JSX benutzen. Das ist ja so eine HTML-ähnliche Syntax. Und das ist ja nichts anderes als ein Tree. Ja? Das heißt, kann man sehr einfach lesen. Und diesen Tree kann man sich halt dann kann man eben auch testen, indem man sich den Tree am Ende, der dann halt eben gerendert wird, als Snapshot speichern kann. Ja? Und dieser Snapshot sieht dann halt eben so aus, dass wenn wir hier sagen, wir haben diese React-Klasse oder Render-Function, die halt eben das returnt, die dann halt dann auch irgendwelche Properties bekommt und dann hier irgendwelche Children rendert, können wir hier dann am Ende sagen, mit einem Renderer, dass er halt das Ganze als quasi JSON speichert. Das Ganze ist dann halt einfach nur ein String. Und in diesem String ist dann dieser JSX-Tree halt eben mit drin. Und am Ende bekommt man halt dann sowas bei raus. Ne? Wie ich ja gerade gesagt habe, ist halt ein String. Und wir können uns im Prinzip dann innerhalb unserer Tests unsere React-Komponenten rendern lassen. Was eigentlich ziemlich cool ist. Ne? So können wir auch unsere React-Komponenten testen, ohne im Browser nachzugucken. Und das hat Jest als auch Ava mit dabei. Man kann Snapshots aber auch für andere Sachen noch abusen. Also es ist alles, was als JSON gespeichert werden kann, also im Prinzip eigentlich alles. Ne? Sei es jetzt ein Objekt, ein Array oder sonst auch irgendwas. Hat dann wieder einen Nachteil, man muss manuell überprüfen, was dabei am Ende rauskommt. Weil alles, was valide als Snapshot abgespeichert werden kann, ist für den Test ja eigentlich als, ja, richtig, ne?
Deswegen muss man am Ende auch mal überprüfen, ob das alles richtig ist. Ja, ansonsten ziemlich langer Talk. Ich hätte eigentlich nicht gedacht, dass es lange geht. Wo ich nur die Basics covern wollte. Ansonsten war es das auch. Ich will euch da nicht damit länger belästigen. Dann danke. Ja, ansonsten, sonst wären noch irgendwie Fragen.